eigentlich nichts schief gehen. Aber das ist graue Theorie. Es ist heute schon etwas schief gegangen. Andreas Preuß, der Manager von Borussia Düsseldorf. Ich glaube, Sie haben heute keinen allzu schönen Tag gehabt. Was ist passiert? Ja, passiert ist mir weniger etwas, aber unserem Spitzenspieler Jörg Roskopf, ich bekam heute Morgen einen Anruf, dass es Rossi sehr, sehr schlecht geht. Er hat Fieber, er hat mehrfach erbrochen, er hat starken Durchfall, er hat einfach eine Magen-Darm-Grippe, wie sie zurzeit in Düsseldorf grassiert. Und er ist auch gar nicht im Tischtenniszentrum, er liegt jetzt in Ratingen im Bett und wir können nicht mehr machen, als ihm einfach gute Besserung zu wünschen. Und alles Gute, dass er uns am Sonntag im Europapokalfinale wieder... Roskopf auf 1, das ist klar. Wladimir Samsonow. Dann aber die nominelle Nummer 3 auf 2, der Belgier Philipp Säf. Dann auf 3 Martin Monrad, der Däne. Und David Daus spielt heute auf der Nummer 4 bei Frickenhausen. Die Aufstellung, die erwartet wurde, Ding Yi, Erik Lind, Xu Tianjin und Miroslav Bindac. Es steht momentan, das nur nebenbei, 4:2. Das heißt, wir gehen jetzt in die entscheidenden Partien. Ins siebte, ins achte, vielleicht auch ins neunte und ins zehnte Spiel. Und da wird jetzt die Entscheidung fallen, 4:2. Ja, bei Halbzeit ein kleines Aufatmen bei euch. Ihr hattet euch sogar ja, eventuell mit einem 3:3 schon abgefunden. Ja, das ist ein sensationelles Ergebnis. Man könnte fast auf die Idee kommen, sollten wir heute gewinnen, den Rossi zu verkaufen. Das werden wir natürlich nicht tun. Wir sind bisher überglücklich, aber wir hatten so etwas schon. Man darf jetzt nicht nachlassen. Wir haben unsere Chance heute auf den Sieg und wollen unbedingt gewinnen. Ja, aber es kann noch alles passieren. In der letzten Saison hat Frickenhausen hier 5:1 geführt nach 6 Spielen. Und am Ende ging es dann doch nur 5:5 aus. Also, wir freuen uns gleich auf das Spiel der beiden Einser, Wladimir Samsonow und Ding Yi, der Chinese mit dem österreichischen Pass. Dann werden sich melden Hans-Joachim Wolf und Richard Brause, der Nationalspieler. Favorit in dieser nächsten Partie natürlich auf Tisch 1, das ist der Weltranglisten-Erste. Das ist Samsonow.